So, liebe Gäste, liebe Mieter des Hauses, liebe Freunde, ich rede nicht lange, das macht Dr. Lottmeier gleich, der beherrscht das. Bevor ich überhaupt alle begrüße, möchte ich ganz lieb Margot Friedländer begrüßen, unsere Ehrenbürgerin von Berlin, mit dem Bundesverdienstkreuz und dem Talisman-Orden. Und ich weiß, die alle gar nicht die Auszeichnung. Liebe Margot, schön, dass du hier bist. Freue ich mich. So, dann begrüßen wir nicht nur den Dr. Lottmeier als Superintendent vom Kirchenkreis Neukölln, evangelischen Kirchenkreis Neukölln, sondern wir begrüßen auch zwei auswärtige Stadträte und eine Stadträtin aus Charlottenburg-Wilmersdorf, aus dem Ausland, ne, kann man so sagen. Ja. Das ist die Heike Schmidt-Schmelz, steh mal auf, Heike, und der Detlef Wagner. Und dann begrüßen wir natürlich von ganz Berlin unsere Senatorin Elke Breidenbach. Herzlich willkommen, dass Sie hier sind. Weiterhin möchte ich begrüßen Mike Penn vom Abgeordnetenhaus. Mike, steh mal bitte auf. Ja, gut. Dann haben wir von Neukölln unseren Stadtrat für Umwelt und Natur, den Bernhard Everenz, der steht schon, also Sie können weiter klatschen. Den Fraktionsvorsitzenden der Grünen in der BVV Neukölln, Herr Schipanski. Weiterhin vom Sozialausschuss, Ausschuss Brigitte Gröden, steh mal auf, Brigitte. Dann haben wir dabei die Frauenunion unter Sabine Sand und Sabine Olonska. Dann haben wir den Landesvorsitzenden der LSU, Mario Rollinger. Wo ist er? Jawohl, da ist er. Auch den Sozialbeauftragten von der LSU von Berlin, den Patrick May. So, natürlich werden wir weiterhin weitere Gäste begrüßen. Das würde jetzt zu lange dauern. Sie erwartet heute ein großes Programm, sehr international. Wir fangen in Japan an, in Osaka, mit unserer Opernsängerin Azusa Nakaoka. Sie sitzt schon da. Stehen wir auf kurz. Sie war vor 5 Jahren schon mal hier. Und hat natürlich Spaß, hier wieder zu sehen. Wir haben eine argentinische Band, wir haben den Dirk Büttner hier, wir haben den Jesse Kuhl hier, wir haben Duo Tone hier, wir haben aus Österreich, aus Kärnten, unseren Schlagzeuger Marco Konegger, der ist vorgestern angereist, der ist verschwunden, keine Ahnung wo er ist. Ist er da, Marco? Da hinten ist er, jawohl, ich sehe ihn. Und natürlich begrüße ich vom Evangelischen Kirchenkreis, auch von der Verwaltung, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch vom Diakonischen Werk. Ich begrüße die Presse, die vor Ort ist, Berliner Woche, Tagesschau, Morgenpost. Unser Hauptstadtfotograf ist da. Carsten Voss ist da von Voss TV, Berlin TV 24. Und eventuell, wenn wir Glück haben, kommt RBB noch. Die haben sie eventuell angesagt. Also, wir haben ein großes Programm. Und jetzt begrüßen wir unseren Dr. Lottmeier, unseren großen Chef. Und hören mal, was er uns zu sagen hat.